Hallo, heute bin ich wieder mit Hogwarts Legacy und ja, wir machen weiter. Ich glaube, wir sind stehen geblieben, genau, im dunklen Wald, oder es ist der Verbotene, auf jeden Fall ist es sehr dunkel und ich habe mich hier irgendwo mit Nettie getroffen und auf einmal stand ich hier im Dunkeln. Ja. Hilf der Fremden. Das ist der Auftrag, die Prüfungen Merlins. Wenn ihr hier wem schnarchen hört, in zwei verschiedenen Stufen, hoch und tief. Ja, ich habe gesagt, ich habe Zuwachs bekommen. Fellzuwachs. So. Die schnarchen so abwechselnd. Recht lustig. So, schauen wir mal hin. Hier leuchtet doch einiges. Ah, warte mal. Das Pilz oder so, ja. Die nehmen wir natürlich mit. Da müssen wir hin. Die Prüfungen Merlins. Das hört sich ja schon mal nett an. Ui, muss ich die angreifen? Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Ui, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's mir. Lasst sie in Ruhe. Bringen wir es hin. Ups, ich hatte den Feuerzauber gar nicht drinnen. Ja, im Wald macht man sich doch lieber unsichtbar, habe ich mir gedacht. Aber dann werden wir den gleich ausrüsten. Und mal schauen, dass wir mit dem so anstecken können. Oh nein, nicht geschafft. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Ui, 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 ui. Was ist denn das? Im Bereich Sammlungen, dein Handbuch, gibt es einen neuen Gegnertyp. Du kannst dort wertvolle Informationen über Gegner erfahren, wie zum Beispiel ihre Schwächen gegenüber bestimmten Zaubersprüchen. Komm her, du! Drauf, ne, nicht sehen, okay? Wir haben Feuer. Ganz schnell. Und jetzt drauf, drauf, drauf. Und ausweichen muss. Ah, hier sind wir auch noch rein. Okay, sehen wir das weg. Was in aller Welt ist gerade passiert? So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Revelio. War hier noch irgendwas zum Sammeln? Okay. Mit ihr muss ich sprechen. Da liegt aber noch was, bevor ich zu dir komme. Einen Moment. Blutegelsaft. Nein, das nehmen wir mit. Wenn wir schon für irgendwas brauchen. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte. Aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell. Zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins.
Aus der Legende von König Artus? Ja, genau der. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gerne mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll? Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Okay, sehr interessant. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Revelio, ich habe das Malvenkraut. Oh, so süß. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinkübel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Okay, hier setzen wir es drauf. Haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Weil ich habe schon mehrere solche. Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Revelio. Okay, jetzt müssen wir da was machen. Genau. Das habe ich mir auch gedacht. Revelio. Das Beschwören von Feuer könnte durchaus funktionieren. Das Beschwören von Feuer. Ah, danke für die Information. Ich hole mir hier ein paar Blutegel nebenbei so. Und dann beschweren wir Feuer. Warte mal. Incendio! Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Und weiter geht's. Nächstes Feuerchen. Und es wird seltsam. Licht die Scheiterhaufen sind wieder wie am Anfang. Ja, anscheinend muss man das in einer bestimmten Reihenfolge machen. Okay, wie haben wir es jetzt gemacht? Und fangen wir mal bei ihr an. Incendio! Okay. Nehmen wir mal das dritte. Also... links. Es müssen ganz jetzt. Oh mein Gott, die ist so süß. Alle drei Feuer. Okay, dann machen wir es nach der Reihe jetzt. Incendio! Aber jetzt stehe ich zu weit weg. So ein Feuerchen. Wieder zu weit weg. Ah, anscheinend sinken die Feuer, okay. Wenn die anderen nicht schnell genug entfacht werden. Ah, wenn sie nicht schnell genug entfacht werden. Okay. Dann hat das gar nichts mit der Reihenfolge zu tun. Incendio! Schnell sein. Schnell.
hin. So, schnell. Und anvisieren. Geschafft. Wunderschön. Das ist echt wunderschön. Was für ein Tag. Da gibt es noch eine. Okay, reden wir. Ja, es gibt mehrere. Habe ich schon gesehen. Unterwegs. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Ich muss sowieso mal wieder in den Unterricht. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Schön. Auftrag abgeschlossen. Die Prüfungen erledigt. Verschiedene Herausforderungen bieten verschiedene Belohnungen. Schließe Prüfungen Merlins. Warte mal. Revelio. Unser Hausgeist Sir Nicholas sucht dich. Ich bekomme Post. Du findest ihn in der Nähe der großen Halle. Die Kiste da. Okay, ich sollte zurück. Da hätte ich eine Nebenquest, sehe ich gerade. Holen wir uns die noch. Und liegt da noch was? Revelio. Ja, ein paar Blutegel. Immer gebraucht. Dann holen wir uns noch die Nebenquest und würde sagen, wir machen dann mit der Folge Schluss. Nächstes Mal geht es dann direkt in Hogwarts wieder weiter. Na komm schon, lass uns durch. Hier haben wir ihren Schnellreisepunkt. Hallo? Kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch-Smedley von den Pinch-Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du, ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Was genau ist ein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt, aber es gibt fast 1000 Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat schließlich meinen Großeltern gehört. Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Bath Waldegraves gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegierde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast.
Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Okay, ich muss darüber nachdenken. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wiederzuhaben. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Ja, das können wir uns ja in der nächsten Folge anschauen. Vielleicht lassen wir uns hier doch ablenken und gehen noch nicht zurück in den Unterricht, obwohl wir sollten weitere Zauber lernen. Wäre aber interessant. Ich denke, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und bleibt gesund. Tschüss.